Wie jedes Jahr, auch dieses Jahr, der Weihnachtsmarkt ist da. Oh, und wie sie einen wieder ein wenig creepy anschauen, mit den Augen verfolgen und dir die Leckerigkeiten vom Weihnachtsmarkt anpreisen. Die beiden Weihnachtsmänner, der eine jammt hier richtig ab und der andere, ja, zeigt einem, was es hier Leckerigkeiten und für Süßigkeiten und so gibt, die wir uns natürlich alle gleich hier im Detail anschauen. Verschiedenste Ruten und Rollen und Köder gucken wir natürlich auch nochmal rein und ich bin sehr gespannt, ob es hier was Neues gibt und wir gucken auf jeden Fall natürlich auch rein, was sich denn hier so lohnt. Also, legen wir natürlich mal wieder los hier mit den Lebensmitteln. Erstmal einen ordentlichen Schluck nehmen. Ach, unnormale Uhrzeit. Unnormale Uhrzeit. Das Update kam mitten in der Nacht. Das heißt, morgens um 7 Uhr sind wir jetzt hier schon wieder live. Ich mache die Musik mal ein bisschen leiser. Und wir haben hier verschiedenste Sachen. Und da hatte ich ja schon beim letzten Mal bei der Vorschau gesagt, ich werde diesmal noch mal ein bisschen mehr darauf achten, welches dieser Lebensmittel auch richtig viel Energy pusht. Also, wir wollen nicht nur den Wanst füllen, wir wollen vielleicht noch ein Lebensmittel haben, was man sich reinzimmern kann, wenn man in einem harten Drill ist, damit die Energie richtig schön hochgeht. Den Wanst füllen tun diese Sachen, die habe ich hier sogar schon aus dem letzten Jahr noch. Den Teller Fischsuppe zum Beispiel noch 2600 Portionen und so weiter. Also davon habe ich überall noch. Bedeutet also auch die Sachen hier werde ich mir jetzt alle erstmal gönnen. Nehmen wir mal eine kleine Portion, so in, sagen wir erstmal vielleicht so diese 10 Stück. Und dann gucken wir mal, wie die denn so, die kleinen Piroggen, die Piroggi. Und dann haben wir die hier, das haben schon die Ingwerplätzchen, boah, da hätte ich jetzt aber auch schon Bock drauf, hier schön zum Kaffee direkt nochmal ein paar Plätzchen reinzwirbeln. Und natürlich die Schokofischis, die nehmen wir auch. Und da muss man auch schon sagen, hier sind wir kohlemäßig, wenn wir uns das alles anschauen. Hier sind wir schon preislich in einem Bereich, wo es, glaube ich, eng wird. Tasse Tee, 35. Das ist natürlich wieder angenehm. Das Glöckchen hier. Die Limonade nochmal reinzwiebeln. So, den Speeden hatte ich noch. Den hatte ich vor 2 Jahren in großen Mengen geholt. Hier bin ich jedes Mal irritiert und auch ein bisschen, eigentlich ein bisschen verärgert darüber, weil das Teil wird halt als Alkohol angeboten und hat keinen alkoholischen Effekt. Verstehe ich nicht, warum das in der Kategorie Alkohol immer drin ist. Vielleicht ist es ursprünglich ein alkoholisches Getränk, aber es hat halt keine alkoholische Wirkung. Oder es hatte, vielleicht hat es ja dieses Jahr, also es hat keine alkoholische Wirkung zuletzt gehabt. Ja, hier steht auch drin, Speeden ist ein alkoholfreies Heißgetränk. Also, warum steht das unter Alkohol? Finde ich absolut verwirrend. Gehört einfach hier oben rein, gut ist. Hat hier nichts zu suchen. Wenn man sich denkt, geil, ich könnte hier dann irgendwie mit einem Alkoholbonus reinziehen. Ist also leider verkehrt hier an der Stelle. Aber auch schon seit Jahren. Also das sollte eigentlich auch nicht irgendwie neu sein, dass es verkehrt ist. Aber wird einfach nicht geändert. So what? So, gucken wir mal hier rein. Glas Woddy habe ich auch noch 10. Das hier ist jetzt für Gold und das ist auch noch für Gold. Die beiden teste ich nicht, aber den Rest, klar, das hat natürlich jetzt hier alkoholische Wirkung, dann das Bier. Soweit sind wir hier durch. Das wird dann gleich getestet. Und jetzt gucken wir natürlich, ha, es wird langsam hell. Sehr schön. Das Stippen, wo wir hier schon die langen Routen sehen, das weihnachtliche Stippen kommt dann auch noch. Ich gucke gerade nochmal eben rein hier in die Patch Notes. Neben den ganzen geilen Sachen kommen natürlich auch noch, ich würde sagen, ja, 2
super interessante Sachen mit rein. Die eine Sache ist wirklich ganz nett und verhindert vielleicht so ein bisschen, dass man Routen oder Schnurabrisse hat. Das heißt, wenn man zum Beispiel neu einloggt ins Game oder man hatte den Disconnect oder wie auch immer, man geht wieder an seine gleiche Stelle, wo man vorher war, ist die Einstellung einmal von der Bremse und einmal von der Einholgeschwindigkeit, die ist halt verstellt. Die ist halt wieder zurückgesetzt und das soll jetzt geändert sein. Das soll jetzt wieder auf, gucken wir mal, ob das hier irgendwo markiert ist. Das soll quasi jetzt gespeichert sein. Was wir zusätzlich drin haben, ist die Option Gegenstand in der Hand merken. Das heißt also, wir kommen, oder ich habe ausgeloggt letzte Mal mit dieser Route. Ich logge ein und habe wieder diese Route in der Hand. Und zusätzlich, wie gesagt, dann in den Einstellungen, dass dann, wir lassen das mal auf Ja, dass dann eben auch hier die Einholgeschwindigkeit und die Bremse gemerkt wird. Das ist nochmal ein ganz nettes Dingen und hilft. Ich hatte da auch immer mal wieder so Situationen, wo ich mir dann dachte, so kurz vor knapp, so, oh verdammt, dicker, fetter Biss, Actionbar unten bis kurz vorm Abriss und dann kommt man natürlich schnell in Panik, wenn man dann aus Versehen die Bremse zu hoch eingestellt hat. Und jetzt kommen wir aber zu einem ganz wichtigen Punkt. Wir können Wettbewerbe kreieren und das Spielerlevel einstellen an den verschiedensten Gewässern. Auch das werde ich gleich noch mal ein bisschen testen. Gehe dann ein bisschen detaillierter darauf ein. Gucken wir uns gleich noch mal an. Das Mindestlevel für Wettbewerbe ist nicht mehr durch das Gewässer begrenzt, an dem der Wettbewerb ausgetragen wird. Das Mindestlevel ist nicht mehr durch das Gewässer begrenzt. Der Ersteller hat nun die Möglichkeit, Parameter selbst festzulegen. Steht in den Patchnotes so drin. So ist das. Das werde ich gleich auf jeden Fall nochmal testen und gucken, ob wir das so bestätigen können. Wir gucken aber als erstes nochmal hier rein in den Weihnachtsmarkt. Und da haben wir tatsächlich, ja, also da haben wir tatsächlich die gleichen Gegenstände wie auch schon in dem letzten Video zu dem, was kommt. Also es sind quasi die gleichen Artikel wie auch im letzten Jahr. Preislich sehe ich momentan auch keine Veränderung. Ja, die Overlord 18.000 ungefähr immer noch. Ja. Ja, ja, ja. Also, es ist alles so geblieben, wie es ist. Es sind die guten, die wirklich guten Artikel hier drin. Ich gehe die noch einmal durch für euch. Wir gucken uns das nochmal im Detail an, ob sich hier irgendetwas lohnt und was von den Gegenständen vielleicht nicht so sehr lohnt. Also, fangen wir mal einfach oben an bei den Stippen. Das hatte ich zuletzt auch schon gesagt. Würde ich sagen, ja, wenn man Bock hat aufs Stippen, kann man sich die Haselnussrouten ruhig holen. Stippen mit 6,5 Kilo in der Preislage sind wirklich vernünftig. Ich habe 3 Stück davon. Ich nutze die ab und zu mal. Ich bin ja eh nicht so der große Stipper, aber ich sag mal, ich nutze sie ab und zu mal. Und ich denke mal auch so fürs Stippen jetzt zum Beispiel auf die Säckchen. Das Weihnachtsstippen, das kommt ja auch noch ab dem 25. beziehungsweise es heißt das Neujahrsgeschenkstippen. Das kommt dann vom 25.12. ab 10 Uhr bis zum 9.1. Das wäre schön. 25.12. 10 Uhr bis 9.1. 10 Uhr. So lange geht dann das Weihnachtsstippen. Das ist natürlich richtig gut. Und da haben wir schon direkt das nächste Datum, was wir uns auch noch einprägen. Ab dem 23.12. 1 Uhr bis zum 9.11. 1 Uhr. Das heißt also, genau auch in der Zeit, wo das Stippen dann ist, ist dann die Wirkung der Happy Hour doppelt so lang. Ne? Happy Hour Bonus für alle Spieler gültig und die Dauer für die, die Premium haben, ist doppelt so lang.
Bedeutet also für dich, wenn du dir trotz allem kein Premium holst und im Säckchen beim Stippen vielleicht so eine Premium-Marke mal drinne hast, und dann hast du vielleicht noch mal ein paar Tage Premium in den Säckchen drin, dann hast du quasi doppelte Premium-Zeit und in der Zeit ganz hart die Berufe pushen. Scheiß auf alles andere. Berufe pushen, weil das eben so lange und so schwierig ist immer. Und wenn man dann 2 Stunden Zeit hat, Berufe zu pushen, also Futtermischenherstellung, nicht hier den Vielefanz wie Kochen und sowas, sondern die wichtigen Sachen, und zwar Köderbeschaffung und Angelfutterzubereitung, das schön hochpushen. Und dann lohnt sich das halt richtig. Da kann man die 2 Stunden halt wirklich richtig gut ausnutzen. Ich glaube, es gab irgendwie bis zu 5 oder 7 Tage sogar, ich glaube 5 Tage waren es Premium in diesen Säckchen. Ich hatte letztes Mal halt diese 3 Tage Premium rausgezogen. Also, das waren, glaube ich, jetzt so die wichtigsten News. Wir gehen nochmal schnell wieder rein hier zur Haselnussstippe. Wie gesagt, ja, kann man sich holen. Ich finde, der Preis ist durchaus fair. Kann man auch ganz gut verwenden. So, was haben wir hier? Wir haben hier nochmal eine Stipproute, die Medium Light ist. Medium Light mit 9 Kilo. Bonuseffekt halt da drauf, 25% Bonus XP-se. Auch hier der Preis durchaus okay. Genau. Ich würde sagen, ja, kann man machen. Wobei ich den großen Effekt da jetzt gerade nicht sehe, bis auf die XP. Wenn es darum geht, dass man hier was reißen will, heißt also in den Stipprekorden stehen will, in den Ultralight-Rekorden stehen will, hat man ja von diesen Medium-Light-Routen hat man ja nichts. Man beschneidet sich selber sozusagen in den Fähigkeiten. Man kann einfach einen, keine Ahnung, 10 Kilo Fisch schon nicht fangen. Und der halt eine größere Route hat mit mehr Tragfähigkeit, zieht dann halt den 10 Kilo Fisch raus, ist dann erst ein Platz in der Rekorde. Und man selbst steht dann da mit so einer 9 Kilo Tragfähigkeit, weil man halt ein bisschen mehr XP gemacht hat. Ja, geil. Also der große Effekt ist es nicht, solange es irgendwie keine extra Medium-Light-Rekorde oder sowas gibt, gibt es da irgendwie keinen Riesenvorteil. Also, wenn man Bock drauf hat, sich ein bisschen mehr XP reinziehen will, was halt nicht so wichtig ist, kann man das natürlich machen. Was haben wir hier? Wir haben hier nochmal Stipprouten. Und hier haben wir Light-Routen und da zählt das natürlich genau so wie beim Medium Light. Was hast du davon, wenn du eine Light-Stippe hast und dich selber sozusagen ja, in den Fähigkeiten reduzierst? Man gibt viel Kohle aus, man hat zwar hier noch einen Bonus, man hat die Chance irgendwie, vielleicht noch eine etwas höhere Chance, irgendwie einen besseren Fisch zu fangen. Aber auch hier ist man natürlich gewichtsmäßig reduziert. Da muss ich auch sagen, weiß nicht, preislich fühle ich das überhaupt nicht. Wenn, dann würde ich mir preislich oder vielleicht noch für ein bisschen mehr Kohle dann halt direkt eine Ultralight, die beste Ultralight-Stippe holen. Dann hast du Ultralight-Rekordchancen, bist in einer ähnlichen Gewichtsklasse, glaube ich, von der Tragfähigkeit mit der besten Ultralight-Stippe. Ja, und dann lübt das auch richtig und dann hast du da eben auch einen weiteren Bonuseffekt sozusagen mit der Chance, Nummer 1 Platz in den Ultralight-Rekorden zu sein. Ja, ansonsten, ich meine, wenn man nur irgendwelche besonderen Fische rausziehen will, kleiner Bonus hier auf dem Set, ja, kann man machen. Aber ich weiß es nicht. Also ich fühle das im Moment gar nicht, weil es, wie gesagt, auch keinen großen Mehrwert bietet. Weiß ich nicht. Bolognese-Route, durchaus mal eine Option, 9 Kilo Tragfähigkeit, kann man, glaube ich, wenn man das so ein bisschen überbrücken will und nicht so viel Bock hat auf Stippen, dann kann man das, glaube ich, ganz gut überbrücken. Das Ding ist aber Level 8, das heißt also, wenn man den Weg des Posenanglers gehen möchte und man würde gerne vielleicht doch nicht so sehr viel stippen und ist vielleicht so gerade auf halbem Weg zu den Matchrouten, dann ist das doch gar nicht so schlecht. Mit 9 Kilo herum kommt man doch schon ganz gut klar. Ja, das ist gar nicht verkehrt. Preis ist, glaube ich, auch ganz okay. Könnte man machen. Also das ist gar nicht so verkehrt.
Das Gerät hatte ich selbst, genau, habe ich auch schon in Verwendung ab und zu. Habe ich mir damals geholt, weil das Wurfgewicht so sensationell ist. Richtig geiles Wurfgewicht auf der kleinen Spitting-Route. Ich muss aber sagen, ich verwende es gar nicht so sehr viel. Trotz allem gibt es eben Köder, die eben auch super leicht sind. Und da sind zum Beispiel auch hier am Weihnachtsmarkt die Köder mit dabei. Die gucken wir uns gleich mal an, die so ein 2 Gramm Wurfgewicht haben oder knapp über 2. Und die verwende ich gerade in Kombination mit einer super leichten oder super feinen, da ist es, das Ding, da, aber auch teuren Rolle. Also die Route, die hat ja eine Tragfähigkeit hier von 16 Kilo und dann haue ich hier 10 Kilo Bremskraft drauf. Die JSX Inferno, sensationelles Gerät, sehr hohe Übersetzung. Also das Ding lübt schon wirklich gut. Sehr gute Qualität, wie gesagt, aber hat natürlich auch ihren Preis. Das ist etwas, ja, was dann vielleicht auch tendenziell eher Endgame geeignet ist. Im Großen und Ganzen, ne? Ne? Ah ja. Also, wo waren wir stehen geblieben? Da sind wir. Wahrscheinlich gucken gerade alle da rein. Na klar. Genau. Also, das Ding kann man sich holen. Ich würde sagen, es ist nicht unbedingt ein super Ersatz für das Belaya-Set. Aufgehorcht. Es ist nicht unbedingt ein super Ersatz fürs Belaya-Set, weil wir wieder die Begrenzung haben einer Leitroute. Ballert euch das Video rein zum Belaya-Set, da ist das nochmal weiter erklärt. Wir wollen keine 2000er Rollen haben. Die guten, das Teil, was ich gerade gezeigt habe, liegt bei irgendwie 10.000, 11.000 Silber. Also, wir wollen Medium Light haben, um am Belaya zu angeln, wenn wir Low Budget unterwegs sind. Das heißt, wenn wir keine Kohlen haben, weil wir Low Level unterwegs sind, wollen wir keine 2000er Rollen haben. Die haben eine beschissene Menge an Schnur drauf, muss man einfach so sagen, und sind ganz bescheiden auch von der Bremskraft. Also das wollen wir nicht. Wir nehmen die 3000er, kohlemäßig auch Katastrophe. Wir nehmen die 3000er Rollen. Geile Kapazität an Schnur, geile Bremskraft, geiler Preis. Daher Medium Light. Und wegen einem kleinen Gramm nach unten, was halt wie gesagt nach unten nicht so sehr wichtig mehr ist. 3 Gramm reicht da völlig aus. 2 Gramm ist zwar nice to have, aber 3 Gramm reicht halt, wie gesagt, völlig aus. Also, das halt kein guter Ersatz fürs Belaya-Set. Und übrigens auch hier aufpassen, wenn ihr eher mit Wobblern unterwegs sein wollt oder mit Topwatern. Auch dafür ist die Route nicht geeignet. Sie hat nur eine Power von 4. Also, Finger davon lassen. Damit kommt man nicht ins Jiggen oder ins Gieren rein. So, gehen wir mal weiter. Das Ding hatten wir. Dann gibt es hier noch die Feederrouten. Und die hatte der Devilus zuletzt getestet mit seinem Grundcharakter sozusagen, nur Grundangeln. Und war damit sehr zufrieden. 26 Kilo Tragfähigkeit, hat das Teil richtig hart durchgeballert. Und ja, kann man glaube ich ganz gut machen. Also ein guter Zwischenschritt, das heißt, wenn man vielleicht XP-mäßig noch nicht so weit ist, dass man die 60% hat beim Grundangeln, auch wenn man schon Grundangeln-Main ist, aber irgendwie kommt man nicht aus dem Quark, wobei dann hat man auch Schwierigkeiten mit den Kohlen. Aber letzten Endes für die Preislage, auch das ist gar nicht schlecht, wenn man das halt kombiniert irgendwie mit den üblichen Rollen, dann ist das auch gar nicht verkehrt. Also preislich nicht verkehrt. Kann man, glaube ich, für die ersten Aktionen, für die ersten Karpfen-Angelaktionen kann man sich das gönnen. Vielleicht hole ich mir die noch. 8, 16, 24, ja, könnte man sie eigentlich mal holen. So viel Kohle ist das ja jetzt nicht. Einfach 3 Stück davon geholt und dann geht es schon los aufs Karpfenangeln. Genau, wäre halt durchaus eine Option. Ja, anderes, kleiner Nachteil, wenn man halt so überlegt, Karpfenangeln hat einfach
die etwas größeren XP, die man kriegt. Ne? Ist das die höchste Angelmethode im Bereich Grundangeln. Das heißt, sobald man mit einer Karpfenangel unterwegs ist, Karpfenroute, bekommt man von pro Fisch auf den Basis-XP-Wert schon etwas mehr XP als auf dem kleinsten Feeder sozusagen. Dann bekommst du halt ein bisschen weniger XP. Aber es ist halt günstig. Also könnte man durchaus machen. So, kommen wir zu den Rollen. Auch das natürlich immer wieder spannend und wichtig. Und da gucken wir rein. 4000er Rolle, ja, kann man machen. Schön hier im Retro-Style, finde ich, sieht immer geil aus. Sieht immer wirklich cool aus. Wir gucken mal eben rein. Hier 4 Sterne Bewertung, 9 Kilo Bremskraft. Ja, wenn man da Bock drauf hat, vielleicht eine Rolle, ja, wobei auch wieder sehr langsam, ne? Sehr langsam. Ich wollte gerade sagen, so fürs Spinning, dass man richtig weit auswerfen kann. Ab Level 14. Tja. Kann man. Also ich fühle das Ding auch nicht so sehr. Aber vielleicht ist es gar nicht verkehrt. Zuverlässiges bla bla bla. Mit dem erheblichen Belastung, Stabilität. Also scheint also verschleißmäßig richtig gut zu sein. Übelst robust zu sein. Ja, warum auch nicht? Ganz simple Mechanik hier drin. Ja, wäre eine Option, so fürs Spinning oder sowas, vielleicht fürs einfache Jiggen und so. Kann man, glaube ich, mal machen. Dann haben wir hier Pelengas, auch das Teil im klassischen Retro-Stil. Was haben wir hier? 5 Kilo, etwas höhere Übersetzung, 2000er. Ja, Schnurfassung, auch wieder nicht so viel, ne? 0,2er Schnur, nur noch 100 Meter drauf. Ja, da haben wir wieder das klassische Problem der 2000er Rollen. Bremskraft nicht so gewaltig, aber auch das, ja, weiß nicht, ne, für 1200 fühle ich das auch überhaupt nicht, ey. Verstehe ich auch nicht so ganz. Ab Level 12, keine Ahnung. Ja, für Liebhaber. Für Liebhaber kann man das machen. Tama, das Tama-Teil. Sehr, sehr gute Qualität. Also das halt fürs Ultralight-Angeln. Das ist doch vielleicht gar nicht so schlecht hier. Ja, fürs Ultralight-Angeln also eine 1000er mit 5,2 Kilo. Das ist, glaube ich, ganz okay. Kapazität der Schnur, ja, grenzwertig, aber im Ultralight vielleicht durchaus okay. Kann man, glaube ich, machen. Ab Level 18 das Teil. Also auch nichts direkt fürs Low-Leveln. Ja, könnte man machen. Preislich, wenn wir über Ultralight sprechen, sprechen wir nicht über einen Preis. Ultralight ist immer teuer. Also wenn ihr keine Kohlen habt, lasst die Finger vom Ultralight. Aber ansonsten, wenn man da Bock drauf hat und da so ein bisschen sich was Schickes auch holen will einfach und vielleicht ein besonderes Set zusammenstellen will. Ja, warum nicht? Gute Qualität kann man doch, glaube ich, ganz gut machen hier. Preis, wie gesagt, 2000 für UL. Nicht so hoch. Full Metal verwende ich selbst auch schon. Hatte ich auch schon mehrfach gesagt. Fühlt sich super langsam an, also kurbelt auch super langsam ein. Ja, verwende ich ab und zu mal beim Spinning, erhebliche Belastung auszuhalten. Ja, ich würde sagen, geht so. Hat auch schon ordentlich was auf die Backen bekommen, auf die Bremsbacken. Das Teil, beziehungsweise glaube ich auch aufs Getriebe. Das Teil habe ich eine Zeit lang am Yama ordentlich durchgeballert. Und das Teil hat, ich sag mal, auch ein wenig gelitten. Nichtsdestotrotz, ja, kann man machen. Sternewertung ist okay. Übersetzung, wie gesagt, sehr langsam. Wundert euch also nicht. Es kommt manchmal, kommt das Ding nicht mit beim Einkurbeln, wenn ein Fisch auf einen zuschwimmt. Man drückt mit Shift und maximaler Geschwindigkeit, kurbelt man quasi dem Fisch entgegen. Das Ding schafft es leider nicht, schneller zu sein als irgendein Lachs, der gerade auf einen zuschwimmt oder sowas. Ja, kann manchmal ein bisschen schwierig sein. Heißt also, man hat Spannungsverlust, ne? Bis auf null.
Die Tama Silva, die wollte ich mir nochmal im Detail angucken. Vielleicht gönne ich mir das Teil auch nochmal. Gucken wir mal. 23 Kilo, ist eine 8000er. Auch das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Ich weiß bloß noch nicht genau wofür. Eigentlich habe ich alles. Aber durchaus halt eine Option, das Ding einfach nochmal für, vielleicht für Medium-Light-Routen oder sowas, dass ich das nochmal nehme. Eine 8000er Schnurkapazität ist, glaube ich, ganz okay. Ich muss dann nochmal eben hier die Vergleichslisten aufmachen. Übrigens diese ganzen Listen und Sheets, welche Rollen und welche Stationärrollen und Baitcast-Rollen, welche man zum Beispiel auch ein bisschen umbauen und verbessern kann, hatte ich auch nochmal verlinkt im Discord. Da ist jetzt für beides, also für die Stationärrolle und auch für die Baitcast-Rollen, gibt es da jetzt nochmal den Sheet oder so eine Übersichtsseite, welche man halt, wie gesagt, auch noch umbauen kann oder upgraden kann. So, wir gucken mal eben rein in die Liste der Stationärrollen. Übrigens der Link natürlich zum Discord unterm Video, da einfach mal reinschauen und dann findet ihr da natürlich dann auch die Listen im Hilfebereich. Silver 80 ist das, Schnurkapazität, genau, knapp, also hier wird das noch beschrieben mit ja, knapp 24 Kilo, 23,6, die Bremszahlen wurden ja im 0,1er Bereich, nicht mehr 0,5er Bereich jetzt angegeben. Das heißt, wir haben da so kleine Abweichungen jetzt vielleicht, sind da jetzt ein bisschen detaillierter unterwegs, was auch gut ist. 23,6 Kilo, also aufgerundet die 24. 286 auf dem, so, wenn wir es vergleichen mit der Bestia, über 120 oder knapp 120 Meter mehr als bei der Bestia 8000, das ist doch schon mal gut. Aber eben deutlich langsamer. Getriebe soll mehr aushalten. Auch nicht schlecht. Megara hat natürlich dann noch ein bisschen mehr. Aber das ist doch nicht verkehrt. Ja, also, wie gesagt, solides Gerät wäre eine Option für 14.000 oder für 17. Und ich glaube, dann sticht das Teil wirklich hervor. Und da verstehe ich es auch nicht so ganz. Gibt es denn da jetzt einen Vorteil? Ich sehe gerade keinen Vorteil. Mehr Bremsfähigkeit. Etwas höhere Übersetzung. Und deutlich mehr Schnurkapazität. 382 auf der gleichen Schnurstärke. Also 100 Meter mehr Schnur. Das Dingen wäre durchaus richtig sexy, beziehungsweise das Dingen ist richtig sexy, wenn du Bock hast aufs Karpfenangeln. 5 Sterne Deluxe, also auch das nochmal mehr Sternewertung als direkt mal die 5 Sterne noch eintragen hier, die fehlten mir nämlich noch. Und die Levelbewertung ist ab Level 27. So. Siehst du, Liste direkt noch vervollständigt. Perfekt. Ja, also, das ist hier, glaube ich, die Nummer 1 Route für alle Grundangler. Wenn man in dem Levelbereich ist, und jetzt kommt ja der Punkt, wenn man in dem Levelbereich ist, ob man überlegt, wenn man überlegt, hole ich mir jetzt so eine Tagara oder sowas. Oder hole ich mir dann vielleicht eher das Teil? Und da muss man sagen, das Teil ist dann schon besser. Besser von der Qualität, auf jeden Fall. Ein bisschen weniger Bremskraft, was aber okay ist. Man hat auch da im Vergleich zur Tagara deutlich mehr Schnur. Und da vergleichen wir jetzt nicht die Tagara 8000, sondern die Tagara 10.000. Erstmal ist die 10.000er, liegt die bei 21.000 Silber. Und von der Schnurkapazität sind wir dann ungefähr bei 200, nee, ist nicht, das hinkt ein bisschen, 220 oder sowas, also es ist ein bisschen oder deutlich weniger nochmal an Schnurkapazität und Bremskraft, ja, 26 Kilo, 63 Kilo Getriebe. Bei diesem Teil haben wir Getriebe von über 80 Kilo, also auch das ist, ja, einfach in Gänze das bessere Gerät. Zeiman
Overlord 88, der Klassiker. Richtig schönes, solides Gerät. Auch hier wieder Top-Hersteller. Da sieht man einfach auch die Qualität, die das Teil hat. Hohe Schnurkapazität. Kurbelt richtig schön langsam ein. Ersatzteil oder Austauschmöglichkeit wäre dann vielleicht nochmal die Megara. Aber selbst die Megara hat nicht ganz so viel Schnurkapazität. Und ich sag mal auch dafür, also das wäre durchaus ein Ersatz auch, würde ich sagen, für die Megara. Und die Megara ist halt auch komplett auf Karpfen getrimmt. Also, richtig schöne Karpfenrute. Ich hadere ein bisschen damit. Wenn ich mir das Teil hole, habe ich halt kaum noch Kohlen. Da muss ich halt wieder hart reinsuchten. Und wir hoffen ja im nächsten Jahr, dass dann jetzt mal zeitnah auch das nächste Gewässer kommt. Von daher muss ich leider ein bisschen sparen. Also, was haben wir hier noch? Die Dinge hatte ich auch im letzten Video schon wieder besprochen. Auch hier wieder. Schwierig. 2000er Gerät fürs Medium Light Angeln. Wie ist das hier vom Wurfgewicht? Wurfgewicht ab 5,5 Gramm. Ja, weiß ich nicht. Weniger gut. 8 Kilo. Preis ist okay. Ja, aber es ist halt wieder nur Light Angeln, kein Ultralight Angeln. Warum soll man sich das holen? Großer Mehrwert. Ab Level 20. Wofür? Wofür? 5,5 Gramm Wurfgewicht, Killefit. Man hat keinen Mehrwert dadurch, dass man mit Light nur unterwegs ist. Man kriegt kein hast du gut gemacht dafür. Also es, ja, wenn man Bock drauf hat, sich selber irgendwie das Leben schwer zu machen, ja, aber einen großen Vorteil hat das nicht. Dann kommen wir hier auf die 5000er Rollen. Kann man auch machen. Hat einen geilen Retro-Schick. Aber das ist dann tatsächlich auch eher so in Richtung Hechtangeln oder sowas. Also mit 15 oder 12 Gramm hier an Wurfgewicht, da muss man schon dicke Dinger rausballern. Große Blinker. Vielleicht kann ich mir das auch am Yama vorstellen. Durchaus nochmal eine Idee, dass man da, wenn man Bock hat, eben auf Baitcast, man macht vielleicht Baitcast only, dass man auf sowas dann geht. Auch da eben dann für die großen Blinker. Ja, vielleicht eine Idee. Ja, könnte man machen. Ja, aber ich glaube, dann gibt es hier auch wieder richtig geile Geräte. Die Saal zum Beispiel, die auch in den letzten Jahren auch immer wieder als sehr gut schon bezeichnet und empfunden und getestet wurde, kann man machen. Kleiner Nachteil hat das Teil einfach von der Schnurkapazität. Da passt halt einfach nicht so viel drauf. Aber im Großen und Ganzen ist das wirklich, wirklich ein gutes Ding. Also 5000er Rolle, wie gesagt, da ist es halt ein bisschen klein. 18 Kilo an Bremskraft, das schmeckt aber schon. Und der Riesenvorteil ist dann hier einfach die Getriebekraft. Das macht einfach die Rolle aus. Ich habe gerade nochmal in die Liste hier geschaut. Wir haben hier ja die 18,5 steht hier noch. Es ist 18,2 Kilo an Bremskraft und Getriebekraft von über 100 Kilo. 106 wurde hier errechnet. Also ja, gehen wir mal von über 100 Kilo aus. Knapp über 100 Kilo an Getriebekraft. Das ist natürlich schon praktisch. Das heißt, wenn man hier mit einer dicken, fetten Schnur drauf ist, kann man theoretisch auf Wales gehen. Aber dicke, fette Schnur und 5000er Rollen kollidiert halt ein wenig. Keine Ahnung, wie viel Meter man drauf kriegt hier, wenn man hier eine 80er Schnur oder sowas verwendet. Ich habe das Ding nicht. Ich liebäugel ein bisschen damit, ob ich das Teil vielleicht nehme, mal so fürs Hechtangeln oder sowas. Aber wofür? Also Hechtangeln geht mittlerweile auch mit dem Wobbler und nicht mehr mit Jerkbait. Das heißt also, mein gesamtes Jerkbait-Setup ist seit über einem Jahr im Keller eingemottet, weil Jerkbait tot ist. Wer angelt noch mit Jerkbait und wofür? Also, ja, schönes Ding, gutes Teil, hohe Qualität, guter Preis, kann man, glaube ich, durchaus machen. So, hier muss ich, glaube ich, nochmal shoppen gehen. Monophile Schnur habe ich zwar hier in allen Dingern, um hier vielleicht Vorfächer zu basteln. Also die habe ich alle noch.
Ich glaube, von allen zwei hatte ich mir irgendwann geholt, ja. Habe ich sogar immer noch von allen zwei und auch gerade, ich glaube, alles noch gar nicht großartig verwendet. Könnte man auch fürs Stippen natürlich verwenden, ne? Monophile Schnur, wenn man da Bock drauf hat. Warum nicht? Warum nicht? 150 Meter sind es. Kann man lange verwenden. 150 Meter bedeutet auch gleichzeitig relativ wenig Verschleiß. Wenn man das vergleicht dann einfach mit den 100 Meter Dingern. Qualität ist okay. Ja, kann man machen. Hier werde ich auf jeden Fall nochmal reingehen. Da hatte ich welche mit 31. Hatte ich auch nochmal welche sogar geschenkt bekommen von anderen Spielern. Die hatte ich dann nochmal weiter verschenkt hier. Die kann man, glaube ich, ganz gut nehmen. Es sind 500 Meter Schnur drauf. Da werde ich auf jeden Fall nochmal reingönnen. Auch hier die mit 15. So, hole ich mir mal vielleicht erstmal 5. Ich glaube, das ist okay. Und hiervon. Sechs Stück. 9 Stück. Dann könnte ich 3 Routen dreimal ausrüsten, wenn ich das verwende. Ich verwende in der letzten Zeit häufiger auch schon ein bisschen mehr Tragfähigkeit. Aber wenn ich mit 31, ich glaube, damit bin ich dann ganz okay unterwegs. Das passt, glaube ich, ganz gut, ja. Genau. 6 Stück und 9 Stück. Reicht das? Ja, für Spinning. 6 Stück. Ja, komm, können wir auch eigentlich die 9 machen. Jeweils 9 Stück. Ich glaube, das reicht erstmal. Damit ist man ganz gut unterwegs. Einfach der große Vorteil, 500 Meter Schnur. Die, wie gesagt, verwende ich häufig jetzt in letzter Zeit am Yama, weil einfach viel drauf geht. Schnurdicke ist für eine geflochtene relativ dick, aber es ist eben eine abriebfeste und ja, elastische, bla bla bla. Vierdrahtgeflecht, also so eine geflochtene Schnur halt, so eine Braid. Und ja, trotz allem geht einem richtig viel Schnur drauf. Ich kriege auf die Wenger, klar, ist eine große Rolle, aber ich kriege auf die Wenger die kompletten 500 Meter oder 555 waren es, glaube ich. Und das macht das Ganze wirklich entspannt. Hat man, ja, die Chance, lang in den Drill zu gehen. Von daher schmeckt. Hatte ich ein bisschen getestet, habe das letztes Jahr, glaube ich, irgendwie nicht so richtig, also fand das für eine geflochtene einfach ein bisschen zu dick. Aber ja, ich sag mal, mit den 500 Meter drauf, Qualität ist okay. Und das hat auch eigentlich einen ganz guten Eindruck gemacht, das Ding. Kann man machen. Ja, Spinner, hier sind wir bei den kleinen Spinner mit dem kleinen Wurfgewicht. Kann man nehmen. Funktionieren immer wieder ganz gut. Habe ich mir natürlich die ganze Serie durchgeholt. Ich glaube, ich habe von allen noch 2 Stück. Dann haben wir hier auch diese durchaus gönnen. Davon habe ich sogar, ich sehe es, jeweils noch 4 oder 5 Stück. Also auch das hier lohnt sich. So viele muss man sich natürlich nicht holen. Aber so 2 oder 3 pro ist vielleicht gar nicht schlecht, ne? Ich sag mal mindestens mal 2. Irgendeiner wird bestimmt immer mal abgebissen. Auch hier die Pipes, jawohl, durchaus, ja, lohnt sich, kann man immer mal wiederholen, waren auch im letzten Jahr immer mal wieder in den Rekorden, auch zum Beispiel am Koori, vernünftigen Haken natürlich draufpacken, die kleinen Wursthaken hier will man natürlich nicht verwenden und dann ab dafür. Dann hier die Türschilder, die kann man auch ganz gut nehmen, ja, ja, sind vielleicht auch nicht so häufig. Hohes Wurfgewicht, da ein bisschen aufpassen, ob das Setup mitmacht. Aber, ja, Köder besser haben als nicht haben. Genau, das Gleiche zählt natürlich hier auch für die Boilies. Auch hier werde ich nochmal shoppen gehen, werde mir die Taschen ein bisschen voll machen. Und genauso auch hier bei den Posen habe ich alles noch. Hier natürlich wichtig, nochmal die Waggler gönnt euch. Ja, die Waggler von mir aus in den verschiedensten Stärken. Ich habe die kleinen für den Nahkampf sozusagen und die großen, wenn man einfach, wobei ich verwende eigentlich fast nur die großen. Die großen, auch wenn ich 10 Meter auswerfe, dann muss ich halt nur ganz kurz klicken mit der Match, dann fliegt das Ding schon genau. Also das passt. Aber beides nicht schlecht, kann man sich holen in 3 verschiedenen Farben natürlich für seine 3 verschiedenen Routen und dann
kommt man auch nicht mehr so schnell durcheinander, wenn man mit drei Routen auf Pose mit der Waggler da steht, dann sieht man das besser. Ja, Futterkörbe, auch durchaus eine Option. Richtig schöne hier Fiederrouten, für die Fiederrouten Giebel und Karauschen, bla bla bla. Ne, da geht das Futter halt richtig schön raus. Ja, durchaus eine Option. Kann man machen, warum nicht? Und damit sind wir hier durch. So, jetzt kommen wir nochmal zum Testen des Wettangelns. Und das teste ich jetzt mal eben und dann berichte ich. So, Test abgeschlossen. Ja, und was soll man sagen? Wir hängen hier immer noch quasi im Turnier an der Tunguska. Und was kann man mit der Möglichkeit machen, dass man hier einstellen kann? Ja, die Spieler, die sich den Dauerzugang geholt haben, zum Beispiel an der Tunguska, die können dann da natürlich dann auch beitreten. Das war wahrscheinlich vorher nicht möglich. Und jetzt kann man das Spielerlevel halt so einstellen von Level bis. Und dementsprechend könnte dann, wenn der Spieler mit Level 15 jetzt hier, wenn der gerade sich den Premium-Zugang zur Tunguska schon gekauft hat, der könnte dann da auch mitangeln. Ja. Ansonsten könnten wir halt einfach nur begrenzen, ja, welche Spieler da vom Max-Level mitmachen. Das konnte man aber vorher doch auch schon. Was halten wir denn nun davon? Ja, verständlich, sollte auch so sein, ganz klarer Fall. Aber trotz allem ein bisschen schade, mehr Möglichkeiten im Wettangeln wären sehr, sehr geil. Ich denke, das macht das Game auch durchaus aus, stärkt die Com und ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Part im Game. Also, dann hätten wir das auch geklärt. Das war's zu den wichtigsten Artikeln vom Weihnachtsmarkt. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiter testen, wie das aussieht hier mit den Lebensmitteln. Das dauert einfach ein bisschen. Vielleicht kriegen wir das dann noch ins nächste Stippvideo rein, wenn es dann am 25. heißt, auf die Stippe, fertig, los, dass wir uns hier die Weihnachtssäckchen rausziehen können. Ja, rausziehen. Zieht euch die guten Items hier aus den Shops, gönnt euch was für das nächste Jahr, ein bisschen eindecken. Und wie gesagt, spätestens dann gibt es die Infos zu den Artikeln, was hier eher auf den Wanst schlägt und was richtig Energy gibt. Wir wollen die Artikel die Energy geben und ja, gucken wir mal. Also, wenn das Ganze gefallen hat, Daumen da lassen, wenn das Ganze geholfen hat, Kanal abonnieren und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.